Ja, guten Tag. Hier ist die Kundgebung Ja zur Charta der Vereinten Nationen und zum Grundgesetz, Nein zu Euronationalismus, zum EU-Imperialismus und zur Privatisierung des Hoheitlichen. Worum es geht, erzähle ich gleich. Erstmal werden wir vorlesen die Auflagen für. Ja. 9 Quadratmeter sind hier genehmigt für diesen Stand. Selbstverständlich nehmen wir Rücksicht. Wenn es jemand zu laut oder zu leise sein sollte, bitte Bescheid sagen. Wir können den Lautsprecher hier regeln. Auch für den anderen Infostand hier ist es uns wichtig, dass wir Rücksicht nehmen. Ja. Dann, also erstens ist eben die Quadratmeter. Zweitens, der verantwortliche Leiter hat gemäß § 8, also erstens war eben Rücksichtnahme auf den anderen Vorstand, selbstverständlich. Zweitens, der verantwortliche Leiter hat gemäß § 8 Versammlungsgesetz ständig bei der Versammlung anwesend zu sein und ist Ansprechpartner der Polizei. Drittens, von den Angaben in der Anmeldung und den getroffenen Absprachen darf ohne vorherige Mitteilung an die Polizei oder die Einsatzleitung vor Ort nicht abgewichen werden. Zuwiderhandlung stellen für den Leiter der Kundgebung eine Straftat für die Teilnehmer eine Ordnungswidrigkeit dar. Wenn von den Angaben der Anmeldung abgewichen oder den Auflagen zuwidergehandelt wird, ist die Polizei befugt, gemäß § 15 Absatz 3 Versammlungsgesetz die Versammlung aufzulösen. Viertens, zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung kann der Einsatzleiter der Polizei jederzeit Anordnungen und Verfügungen erteilen, § 15 Absatz 3 Versammlungsgesetz. Die eventuellen Anordnungen sind unverzüglich zu beachten. Hiergegen erhobene Rechtsmittel haben nach § 80 Absatz 2 Nummer 2 Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung. Fünftens, und das ist uns ein großes Anliegen, die Lautstärke der Lautsprecher wird gegebenenfalls in Absprache mit der Polizei so eingestellt, dass Passanten und Anwohner nicht mehr als nach den Umständen unmittelbar belästigt werden. Wie gesagt, also wenn es jemand zu laut oder zu leise ist, bitte Bescheid sagen, dann passen wir das an. Sechstens, Äußerungen in Schrift, Bild und Wort dürfen keinen beleidigenden oder sonst strafrechtlich relevanten Inhalt haben. Eventuelle Flugblätter sind mit einem ordnungsgemäßen Impressum im Sinne von § 8 Pressegesetz NRW zu versehen. Wir haben keine Flugblätter angemeldet. Bitte um Verständnis bei dieser Veranstaltung, dass hier als Teil dieser Kundgebung keine Flugblätter verteilt werden. Wer Flugblätter verteilen will, muss sich ein bisschen weiter wegstellen, kann seine Flugblätter, denke ich, ganz normal verteilen und dann wieder zu dieser Veranstaltung zurückkehren. Siebtens, die Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich am Versammlungsort so auf, dass sie Fußgängerinnen und Fußgänger nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindern. Das gilt auch für die Platzierung der Hilfsmittel. Insbesondere ist ein ungehinderter Zugang zu den liegenden Gebäuden und Liegenschaften jederzeit zu gewährleisten. Sicherheitsbereiche und Feuerwehrbewegungsflächen sowie Feuerwehrzufahrten haben stets und ausnahmslos frei zu bleiben. Sollten wir uns kurzfristig entschließen, nämlich die Versammlung nicht durch die entsprechende Telefondurchwahl der Polizei. Und wenn man weitere Genehmigungen gebraucht hat, man diese einzuholen. Ja, das waren jetzt das, was man bei jeder Versammlung, bei jeder Kundgebung halt pflichtmäßig vorzulesen hat. Okay. Wir nehmen hier meine Rede auf. Wenn es gut wird, wollen wir sie hochladen, ohne Bild. Das ist uns wichtig. Passanten, die zufällig durchs Bild laufen, die werden hier nicht mit hochgeladen. Das ist selbstverständlich. Ja, machen wir es im Dialog. Finde ich gut. Dann kann ich auch das große Ding nehmen. Alles klar. Okay. Ja, ich freue mich. Erst einmal für die Leute, die zu unserer Veranstaltung gekommen sind, ganz herzlich auch unsere politischen Freunde begrüßen. Und hier die sind von zwei Parteien Wahlplakate, es ist keine Parteiveranstaltung, sonst würden wir auch nicht die Grundgesetze hier verteilen. Die weißen Rosen, die hier liegen, ist ein Symbol traditionell der Zivilcourage auch von den Geschwistern Scholl. Wir wollen uns ja hier auch mit der nötigen Zivilcourage vor unsere verfassungsmäßige Ordnung das Grundgesetz stellen. Ja, heute ist der 9. Mai 2019, ist ein denkwürdiger Tag. Vor ungefähr 74 Jahren, fast auf den Tag genau, je nachdem, wo man hinschaut, ist die Befreiung der Nazi-Diktatur gewesen und das Ende des Zweiten Weltkriegs.
Wir haben auch deshalb bewusst dieses Datum gewählt. Es ist heute aber auch der Europatag der EU. Und am 8. Mai 1949, also vor 70 Jahren und einem Tag, ist das Grundgesetz beschlossen worden. Am 8. oder 9. Mai 2010 haben wir auch eine Demo gemacht gegen Privatisierung des Hoheitlichen. Also es ist ein Jubiläum in verschiedener Hinsicht. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute an diesem denkwürdigen Tag hier diese Kundgebung machen können. Hier hin? Okay. Ja. Machen wir es im Dialog? Okay. Man fragt sich vielleicht, was meine Kritik am Euronationalismus. Also, es gibt ja verschiedene Definitionen von Nationalismus. Da gibt es, und wir lehnen uns hier an die von seiner Exzellenz, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin oder auch vom SPD-Politiker Hans-Peter Klotz, dass er eben differenziert zwischen Patriotismus, also in dem Sinne, dass man seine Heimat liebt, und Nationalismus, dass man sich erhaben fühlt, dass man was Besseres sei als Menschen aus anderen Regionen. Und wir sehen halt das Problem, dass in der EU manche Entwicklungen sind, wofür früher der Nationalstaat missbraucht worden ist, dass wir es heute auf EU-Ebene sehen. Wollen wir hier halt warnen. Der Begriff Euronationalismus ist, glaube ich, von Nigel Farage aus der EU-kritischen Fraktion bekannt gemacht worden. Was meinen wir mit Imperialismus? Und warum kritisieren wir das? Imperialismus, denken wir, ist die Unterdrückung anderer Völker und anderer Staaten, die Besetzung und Eroberung des Territoriums anderer Staaten. Das wollen wir auch nicht. Da kann man sich, und was meinen wir mit Privatisierung des Hoheitlichen? Damit meinen wir, dass es Bestrebungen gibt, und es gibt auch Vorschriften im EU-Recht dazu, die den öffentlichen Dienst, die Gerichte, so gut wie alles, was Hoheitliche macht, ist in Europa an Privatfirmen zu vergeben. Das wollen wir nicht. Das macht die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung kaputt. Da sieht man mit der Firma Blackwater in den USA, dass das eher Disziplinlosigkeit und Loslösung von Recht und Gesetz fördert. Das hat man vor allem auch in Nazi-Deutschland mit der IG Farben gesehen, die ja in Amtsstuben saß und das Schreckensregime noch schlimmer gemacht hat. Und deswegen, das Grundgesetz verbietet es ja, hoheitliche Macht grundsätzlich darf nicht in privater Hand liegen. Entschuldigung, sind wir zu laut oder ist das okay? Danke. Ein bisschen leise, okay, danke. War mir wichtig, die Dame von dem Infostand eben anzufragen, das war Rücksicht nehmen, danke. Ja, und was hat das Ganze mit Deutschland zu tun? Vor 74 Jahren sind wir von der Nazi-Diktatur befreit worden. Und die stand wie kaum ein anderes Schreckensregime für all diese Dinge. Einmal der Missbrauch des Nationalgefühls für kriminelle Zwecke, für größenwahnsinnige Rassenideologie, so bei denen sogar. Und sie war auch imperialistisch, haben Gebiete anderer Länder erobert, andere Völker unterdrückt. Und Privatisierung des Hoheitlichen, ja, die IG Farben war damals mit in den Amtsstuben. Die IG Farben hat damals war nicht nur der Hauptprofiteur von den KZs, die IG Farben war auch einer der Hauptprofiteure vom Zweiten Weltkrieg. Die haben überteuerten Sprit an die Nazis verkauft, die haben Industriebetriebe geräubert in besetzten Gebieten. Also das war mit das Schlimmste, was man erleben konnte, was passieren kann, wenn man hoheitliche Macht und private Profitinteressen mischt. Ja, aber 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Grundgesetz beschlossen. Und das setzt doch erhebliche Grenzen. Zum Beispiel, was tut denn das Grundgesetz gegen den Missbrauch des Nationalgefühls, gegen die Überhöhung über andere Nationen? Im Grundgesetz, der wichtigste Baustein ist eine vollständig unantastbare Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist so zentral wie in keiner anderen verfassungsmäßigen Ordnung, die wir kennen im Grundgesetz. Die ist sogar doppelt unantastbar geschützt, über die Ewigkeitsgarantie und über Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. In der Menschenwürde wurzeln verschiedene Dinge. Einmal der Wesensgehaltsschutz, dass der Wesensgehalt aller anderen Grundrechte auch unantastbar ist, dass man da gar nicht eingreifen darf und alles außerhalb des Wesensgehalts bei den Grundrechten darf man nur verhältnismäßig eingreifen. Und dass alle staatlichen Gewalten darauf verpflichtet sind.
als Teil der Rechtsstaatlichkeit. Auch das baut auf der Menschenwürde auf. Es gibt im Grundgesetz auch ein Bekenntnis des deutschen Volkes, das ist wichtig, da hat man uns zwar damals nicht gefragt, aber da es als Bekenntnis des deutschen Volkes formuliert ist, darf man uns das auch nicht wegnehmen, solange es das Grundgesetz gibt. Und zwar den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten in der Welt als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft und der Gerechtigkeit in der Welt. Was heißt das im Klartext? Das geht zurück auf die Rede vom 6.9.1946, die sogenannte Stuttgarter Rede der Hoffnung, seine Exzellenz des damaligen US-Außenministers James F. Burns. Und der wollte halt mehr als die anderen Westalliierten. Die anderen Westalliierten war es total wichtig, dass wir richtig starke, einklagbare Grundrechte haben und dass wir föderalistisch sind, nicht so zentralistisch, damit man nicht so schnell wieder das Militär mobilisieren kann. Aber was der Burns zusätzlich wollte, er wollte uns auch auf die Menschenrechte der UNO verpflichten und er wollte uns auch auf den Frieden verpflichten. Und dieses Friedensgebot, dass man das wollte, das geht aus den Reden von Dr. Sebum, von der DP und von Dr. Süsterhen von der CDU im Parlamentarischen Rat hervor. Also, dass man diesen Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz verbindlich haben wollte. Das ist wichtig, weil das Grundgesetz nur wenig konkrete soziale Rechte enthält, die Menschenrechte der UNO aber jede Menge. Und dieses Friedensgebot, das ist nicht nur das Angriffskriegsverbot, was bekannt ist aus Artikel 26 Grundgesetz. Es steht aber nicht drin in Artikel 1 Absatz 2, wie viel Frieden. Und das kriegt man dann nur über historische Auslegungsweise gelöst. Was wollte Burns damit? Er wollte nie wieder Weltkrieg. Er wollte, dass von Deutschland kein Krieg ausgeht. Und damit sind wir mehr auf den Frieden verpflichtet als die meisten anderen Nationen in Europa. Auf dem Papier sind nur Malta und Ungarn noch friedlicher als wir. Ja, und dass wir uns nicht über andere überhöhen sollen. Die Menschenwürde ist ja hier kein Bürgerrecht, sondern ein Menschenrecht im Grundgesetz. Gilt für alle. Und der Gleichheitsgrundsatz ist im Grundgesetz ohne Gesetzesvorbehalt formuliert. Auch das ist wichtig, dass wir uns nicht über andere Nationen überhöhen. Und NGOs. Laut Artikel 9 Grundgesetz kann jeder einen Verein gründen, aber Vereine müssen verboten werden, jede NGO, wenn sie sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung wendet. Also im Grundgesetz haben wir ziemlich gute Mechanismen, um die Völkerverständigung abzusichern und dass das Nationalgefühl nicht missbraucht werden darf. Was tut denn das Grundgesetz gegen den Imperialismus? Einmal dieses unantastbare Friedensgebot im Sinne von, dass hier von uns aus nichts Unfriedliches ausgeht, von uns Deutschen, und dass es nie wieder Weltkrieg geben darf. Dann haben wir ein Angriffskriegsverbot. Und das verbietet nicht erst den Angriffskrieg und dessen Versuch, sondern bereits die Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker. Dann haben wir ein Verbot von sogenannten, was man heute so nennt, Koalition der Willigen. Also Kampfeinsätze außer zur Verteidigung des eigenen Territoriums sind uns schon mal verboten, außer im Rahmen von Organisationen, die eine gültige Bündnisfallklausel hat, wo wir Mitglied sind. Also wie die jetzt heute. Und ob die EU eine gültige Bündnisklausel hat, ist ja umstritten. Dann der Hauptzweck der Bundeswehr, warum es die überhaupt gibt, ist die Landesverteidigung, nicht Kampfeinsätze in aller Welt. Die muss in erster Linie zur Landesverteidigung da sein, steht im Grundgesetz. Das Grundgesetz verbietet auch Kampfeinsätze allein auf Völkerrechtslage. Also wenn man einen völkerrechtlichen Vertrag macht und der keine Grundlage hat, dass man sich darauf was verpflichtet, im Grundgesetz darf man diesen Kampfeinsatz nicht machen. Dann haben wir einen Parlamentsvorbehalt. Das heißt, keine Kampfeinsätze ohne vorherige Zustimmung des Bundestags. Dieses Angriffskriegsverbot ist vielleicht noch wichtig. Was ist denn ein Angriffskrieg? Ein Angriffskrieg ist, wenn man gegen den Willen der Regierung eines anderen Landes einfach dort einmarschiert oder das Territorium bombardiert und selbst wenn man die Aufständischen dort angreift und was eigentlich der anderen Regierung zugutekommen würde. Auch das ist ein Angriffskrieg, wenn die damit nicht einverstanden ist. Ja, dann. Und dieses korporatistisch-faschistische Wirtschaftssystem, man redet, ja, der Begriff Faschismus ist ja nicht nur bezüglich schwere Diskriminierung, sondern man verwendet ihn ja auch im Sinne von Mischung hoheitlicher Macht und Konzerninteressen, was die Nazis mit der IG Farben damals gemacht hatten. Da hat das Grundgesetz eine starke Hürde gegengesetzt. Ja. Und das
ist sogar ein Recht, der sogenannte Funktionsvorbehalt, Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz. Und danach darf als ständige Aufgabe Hoheit grundsätzlich nur in die Macht von Leuten, die in einem öffentlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Das heißt, die müssen abhängig beim Staat beschäftigt sein und das Grundgesetz vereidigt sein. Darf grundsätzlich nicht vom ausgeübt werden. Ich denke, die Ausnahmen, die man im Grundgesetz dafür ermöglichen wollte, bezieht sich wahrscheinlich auf die Berufskammern der Freiberufler, aber nicht um ganze Behörden in privater Hand oder gar Armee oder ähnliches. Ja, dann, was haben wir Soziales im Grundgesetz? Erstmal die Menschenwürde, wobei es natürlich Auslegungssache ist, was muss denn alles gewährleistet sein, damit die Menschenwürde erfüllt ist. Gleichheitsgrundsatz hat auch einen sozialen Gehalt, besonderer Schutz von Ehe und Familie, Streikrecht, Berufsfreiheit, Sozialstaatsgebot, aber das ist nicht definiert, wie sozial muss es denn sein und welche Rechte sind es denn konkret. Und deswegen ist dieses Bekenntnis vom deutschen Volk Menschenrechten in der Welt, also zu Menschenrechten der UNO so wichtig, denn im UNO-Sozialpakt stehen sehr viel konkretere Rechte. Da ist das Menschenrecht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit für den jeweiligen Menschen, Menschenrecht auf Nahrung, Menschenrecht auf Wohnung, auf Arbeit, auf soziale Sicherheit im UNO-Sozialpakt mit enthalten. Das Grundgesetz ist auch wehrhaft. Das wichtigste wehrhafte Demokratie ist die Ewigkeitsgarantie. Garantie ist im Parlamentarischen Rat entworfen worden mit dem Ziel, dass niemand Revolution gegen das Grundgesetz machen kann. Das hatten wir schon mal. Das war nämlich damals, als die Nazis ihr Ermächtigungsgesetz gemacht haben. Das Ermächtigungsgesetz der Nazis, das beinhaltete damals, dass die damalige Reichsregierung Gesetze machen konnte an der Verfassung vorbei. Und sowas darf es nie wieder geben, diese Ewigkeitsgarantie. Die schützt den ganzen Artikel 1 und den ganzen Artikel 20 als unantastbar. In Artikel 1 haben wir ja die Menschenwürde, das Friedensgebot, die Rechtsstaatlichkeit, soweit sie auf die Grundrechte bezogen ist, also auf Menschenrechte. Dann haben wir in Artikel 2, dass Deutschland ein Staat ist, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung, auch das besonders wichtigen Teil davon, den Föderalismus, dass wir nicht zu zentralistisch sein dürfen, Sozialstaatsgebot. Später wurde auch das Widerstandsrecht eingefügt. Das Widerstandsrecht, das bedeutet, wenn ein unantastbarer Teil des Grundgesetzes, also eines der genannten Strukturprinzipien aus Artikel 120 oder das Friedensgebot oder Grundrechte selbst bedroht sind und man alle rechtlichen Mittel versucht hat, dann ist das letztes Mittel auf Widerstand erlaubt. Aber immer nur das mildeste. Dann gibt es die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Parteien, die sich dagegen wenden, die müssen verboten werden über das Bundesverfassungsgericht. Das beinhaltet alle Grundrechte, die für Inländer und Ausländer gelten. Das Gewaltverbot, das Willkürverbot, die Unabhängigkeit der Justiz und wichtige Bestandteile der Demokratie, vor allem bezüglich der demokratischen Legitimationskette. Was ist denn? Ja, okay, du kannst mir das andere Mikro geben, dann komme ich viel besser klar. Ja, und zur wehrhaften Demokratie gehört auch, dass wir einen Bundesverfassungsschutz haben. Der muss einschreiten zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, muss das beobachten, wenn sich da jemand aktiv gegenwendet. Und der muss sich auch darum kümmern, wenn jemand Bund oder Länder abschaffen will. Dann gehört unserer Meinung nach auch zur wehrhaften Demokratie, dass da bestimmte Sicherheitsvorkehrungen sind bei dem Staatsauftrag europäische Integration. Wir sind zwar bei Artikel 23 Grundgesetz grundsätzlich verpflichtet, in der EU zu sein, aber nur, solange die im gewissen Mindestmaß bestimmten Dingen nachkommt. Die EU muss dafür demokratisch sein, rechtsstaatlich, subsidiär, das heißt nicht zu sehr zentralistisch, nicht zu viel Macht an sich reißen. Menschenrechtsschutz muss sie zumindest in etwa vergleichbar wie im Grundgesetz haben. Ja, also wenn das nicht gegeben ist, dann sind wir auch nicht verpflichtet, EU-Mitglied zu sein.
Ja, dann die UNO-Charta ist auch eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und dessen Schrecken aus dem Faschismus. Haben wir ein Angriffskriegsverbot. Das ist zwar nicht so streng wie im Grundgesetz, gilt aber für alle Staaten und beinhaltet auch schon, dass man nicht drohen darf mit Krieg. Selbstverteidigungsrecht der Staaten. Das geht nur so weit, bis der UNO-Sicherheitsrat sich einer Sache angenommen hat, damit auch Kriege nicht eskalieren. Die Menschenrechte der UNO sind vor allem wichtig, weil in vielen nationalen verfassungsmäßigen Ordnungen nicht genug soziale Rechte enthalten sind. Und so wie eben auch beim Grundgesetz, deswegen ist auch die Verlinkung dahin so wichtig, um soziale Rechte durchzusetzen. Ja. Heute war das. Was hast du das denn alles? Was hat das denn alles mit? Das Mikro musste an sein, oder? Auch immer klein. Ja. Ist das Mikro aus? Nein, mal rein. Was hat das? Ja, komm. Okay. Was hat das denn alles mit der EU zu tun? Ja. Also wir sind hier nicht gegen die EU und ich denke, als die EU geschaffen werden sollte, gehört es zur Propaganda, dass die EU ja auch für den Frieden da sein soll und für die Völkerverständigung. Und viele anständige, ehrliche Menschen haben sich auch deshalb auf die EU eingelassen. Es sind nur eine ganze Menge Vorschriften inzwischen geschaffen worden, die dem entgegenstehen. Und wir haben vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Warum Europa eine Republik werden muss, von Professor Dr. Ulrike Gero, und die möchte die EU und die Mitgliedstaaten durch eine europäische Republik ersetzen. Und das hat uns erschreckt und haben wir gesehen, so wie der Zustand des EU-Rechts heute ist, das geht nicht. Außerdem gibt es ja auch ein Menschenrecht auf Selbstbestimmungsrecht der Völker. Man kann das ja nicht mal eben so von oben verordnen. Ich glaube, dass die meisten Leute in der EU, in den EU-Mitgliedstaaten ihre Nationen behalten wollen und die EU halt als Instrument haben wollen, eng zusammenzuarbeiten, aber dass sie sich nicht ihre eigenen Staaten nehmen lassen wollen. Selbstbestimmungsrecht der Völker steht in der UNO-Charta und steht auch im UNO-Zivilpakt und UNO-Sozialpakt. Und in Deutschland steht ja auch, alle Macht geht vom Volke aus. Ich habe in diesem Buch gelesen, dass man am liebsten gerne möchte, also mit einem Kamm über Europa gehen und damit so alle Staaten hinweg zu kämmen. Ja. Sie hat da einige etwas heftige Rhetorik. Vielleicht sollte ich etwas zum Hintergrund der Dame sagen. Sie war vorher Deutschlandsprecherin von dem Think Tank, also Denkfabrik European Council on Foreign Relations, der sich eben auch dafür einsetzt, dass man eine europäische, dass man EU will, gemeinsame Außenpolitik, eine Großmacht EU. Und dieser Think Tank European Council on Foreign Relations, der hat zum Beispiel auch eine Menge darüber nachgedacht, wie man eben militaristische EU-Vorschriften, die wir auch als imperialistisch bezeichnen würden, wie man die einsetzen kann. So haben sich Leute von diesem Think Tank zum Beispiel 2011 eingesetzt dafür, dass es den Angriff auf Libyen gegeben hat. Daniel Cohn-Bendit hat es dann damals im ZDF dafür geworben, hat aber nicht sichtbar gemacht, dass er zu diesem Think Tank gehört. Ich komme gleich noch zu sprechen darauf, was das für Vorschriften sind. Als das deutsche Bundesverfassungsgericht, als der Lissabon-Vertrag gemacht worden ist, dann ein Urteil gesprochen hat und die genau diese Vorschriften, Grenzen gesetzt hat, die dafür sind, gummiartig Krieg in aller Welt führen zu können, die durch den Lissabon-Vertrag ins EU-Recht eingefügt worden sind, hat die Frau Professor Dr. Giro in einem Gastartikel an den Europathemen des Deutschen Beamtenbundes, der mit dem Namen Gefangen in Kafkas Schloss, also als ob man sich verirrt hätte beim Bundesverfassungsgericht mit dem Lissabon-Urteil, hat sie das als verfassungsnationalistisch bezeichnet. Also nimmt ein Wort, was viele benutzen, um den Missbrauch des Nationalgefühls zu kennzeichnen, nimmt sie das, um das zu verunglimpfen, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht mal seine Arbeit ordentlich gemacht hat für den Frieden. Und die gleiche Dame ist jetzt heute nicht mehr dort. Die ist heute woanders. Die hat jetzt bei European Democracy Lab, ein Think Tank ohne erkennbar militaristischen Hintergrund, und wirkt jetzt dafür, einen Staat europäische Republik zu machen. Und das Entscheidende ist, welches Recht ist vorrangig? Und wenn man eine Staat Europäische Republik macht, stünde das Recht dieser Europäischen Republik unangefochten vor dem, was heute
unseren Frieden schützt. Ich stünde dann unangefochten darüber. Vielleicht sollte ich erstmal informieren, was es denn für Vorschriften sind, um die es hier uns hier geht. Einmal das, was so imperialistisch ist im EU-Recht, das ist einmal militärische Missionen zur Krisenbewältigung. Artikel 43 Absatz 1 EU-Vertrag, für den das nachlesen will. Den gab es schon, diese Vorschrift, seit den 90er Jahren. Und dann hat man eingefügt mit dem Lissabon-Vertrag militärische Missionen für Werte und Interessen, Artikel 42 Absatz 5 EU-Vertrag. Was heißt das? Eine Krise als Grad der Konfliktintensität ist auf jeden Fall weniger als ein Krieg. Ein Krieg ist etwas, was viele Opfer fordert oder lange dauert. Das ist ziemlich klar, aber was das Mindestmaß einer Krise ist, das ist nicht klar. Das heißt, das ist wie ziemlich gummiartig. Es kann sein, dass man eine Krise schon ansieht, wenn irgendwo in einem Land Krawall ist. Es gibt manche Länder, da gibt es krawallartige Demonstrationen. Ist das schon ein Grund für die EU-Mitgliedstaaten dort einzumarschieren? Es lässt sich so auslegen. Militärische Missionen für Werte und Interessen. Die Werte sind definiert. In Artikel 2 EU-Vertrag, die EU steht für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für Menschenrechte. Gute Sache. Aber militärische Missionen, schon bei Verletzung von Demokratie, von Menschenrechten und von Rechtsstaatlichkeit, diese Verletzung gibt es überall. Mit so einer Gummivorschrift kann man überall einmarschieren, wenn nur die EU-Mitgliedstaaten sich einig sind. Das heißt, diese Gummivorschrift muss Grenzen gesetzt werden. Da haben wir uns gefragt, wo kommt denn diese Gummivorschrift her? Wir sind fündig geworden. Das kommt aus der Ideologie der sogenannten humanitären Intervention. Diese Ideologie wurde 1992 geschaffen von einem US-Think-Tank. Also Thinktanks sind so Kartelle, da tun sich dann zusammen Leute von Medien, von Rüstung, von Banken, um dann ihre Meinung besser durchzusetzen und reinzumischen, ihre Propaganda und auch ihre Zensur in ansonsten freie Berichterstattung der betreffenden Medien. Und dieser Think Tank hat eine Studie rausgegeben, damit es auch wissenschaftlich aussah, die hieß Self-Determination in the New World Order. Dann haben die geguckt, wo sind denn interessante Oppositionsbewegungen in verschiedenen Ländern. Ob es jetzt Bewegungen sind für Demokratie, für Separatismus oder die einfach eine ganz andere politische Ausrichtung haben. Und die Idee dabei ist, diese Oppositionsbewegung aus dem Ausland, dass man sich da einmischt, die stärkt. Und wenn es dann zu Konflikten kommt, dass man sich dann einmischt auf der einen oder anderen Seite bis hin zu militärischer Einmischung. Und deswegen, hier ist keine Werbung, also diese Veranstaltung ist jetzt nicht von der Partei. Achso, okay, alles klar. Sie sind nicht von der Partei. Die haben eben hier ein Plakat hingehängt, aber unseren Infostand. Allgemein nie wieder CDU. Okay. Danke. Nicht stören lassen. Also alles klar. Interessiert die nicht. Okay, danke. Andere machen wir. Okay, Moment. Achso, Carnegie Law for International Peace, genau. Und in dieser Studie steht auch drin, man will das Angriffskriegsverbot nicht abschaffen, in Artikel 2 Absatz 4 UNO-Charta. Man will auch nicht abschaffen das Verbot der Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten, Artikel 2 Absatz 7 UNO-Charta. Aber was man will, ist es durchlöchern, es umgehen, irgendwas anderes drüber stellen, damit man sich nicht mehr dran halten muss. Und man hat auch ausdrücklich damals die Schwäche Russlands, die wirtschaftliche Schwäche Anfang der 90er Jahre ausgenutzt, um diese Ideologie einzuführen. Also man wollte ganz klar Regierungen damit stürzen können, auch bis hin zu militärischer Einmischung, am russischen Veto im Sicherheitsrat vorbei, gerade auch Regierungen, die Russland freundlich sind oder die einem sonst unbequem sind. Und diese Ideologie hat man dann erst einfach so gemacht, zum Beispiel im Kosovo einfach willkürlich. Im Rahmen der NATO ist das damals gelaufen, dann hat man es 1999 in die NATO-Strategie eingebaut, ein strategisches Konzept. Dann haben die Linken geklagt, Moment mal, ihr könnt euch hier nicht Sachen machen, das mit dem Nordatlantik-Vertrag nicht geht. Und dann hat das Verfassungsgericht hat die Klage zwar der Linken abgewiesen, aber sie haben was ganz anderes draus gemacht. Sie haben Grenzen gesetzt wenigstens. Sie haben gesagt, die NATO kann doch in ihr Konzept reinschreiben, was sie will. Der Nordatlantik-Vertrag steht vom Rang drüber. Die UNO-Charta steht wieder über dem und das Grundgesetz steht nochmal drüber. Das heißt, egal was sie reinschreiben, es darf nicht zum Angreifen missbraucht werden.
Bei der EU ist es dann heftiger gewesen, da hat man es nicht nur ein strategisches Konzept gepackt, sondern direkt ins EU-Primärrecht, in die Verträge der EU. Vor dem Lissabon-Vertrag war das so, das EU-Recht hat den Anspruch erhoben, ohne Rechtsgrundlage, einfach eine Reihe von Willkürurteilen seit 1964 im Europäischen Gerichtshof, weil es halt keine völkervertragsrechtliche Grundlage dafür gab, dass der damalige EG-Vertrag über den nationalen Verfassungen der Mitgliedstaaten stehe. Und der Lissabon-Vertrag hat das dann eingeführt, eine Rechtsgrundlage dafür, auf zwei Artikel verteilt und eine Erklärung in den Anhängen zu den Verträgen, damit es auch kein Mensch findet, damit es auch blind zugestimmt wird. Zum Nachlesen Artikel 1 EU-Vertrag, Artikel 51 EU-Vertrag und Erklärung Nummer 17 in den Anhängen. Ja, und vorher hatte man diese Gummivorschrift für militärische Missionen, also Kriegsführung, auch schon zur Krisenintervention schon drin. Aber im EU-Vertrag, mit einem normalen völkerrechtlichen Rang, unterhalb der UNO-Charta nicht zum Angreifen zu gebrauchen. Und dann hat man im Lissabon-Vertrag das so geändert, die genannten Artikel, und noch die Gummivorschrift militärische Mission für Werte und Interessen eingefügt, damit man schon mal schwer Menschenrechtsverletzungen, Demokratie- und Rechtsstaatsverletzungen überall einmarschieren kann. Und dann eben eine Rechtsgrundlage eingefügt, dass das EU-Recht über allem steht. Also heißt das so, aus Sicht der EU haben wir nur noch so viel Angriffskriegsverbot, wie sich nicht irgendwo Menschenrechtsverletzungen finden, irgendwo auf der Welt oder Demokratie- oder Rechtsstaatsverletzungen. Und die EU-Mitgliedstaaten, hier die Verteidigungsminister im EU-Ministerrat sich einig sind, dass man da mal einmarschiert. Das ist die Sichtweise der EU. Zum Glück hat das Verfassungsgericht Grenzen gesetzt, diesen Ding. Und zwar hat es folgendes, ich komme gleich noch zur Rangfolge der Rechtsordnung, damit man das besser versteht. Warum ist so wichtig, dass diese Rangfolge gewahrt bleibt, nicht dass der EU mit ihrem jetzigen Zustand ein Staat wird? Und auch nicht ohne die Zustimmung der Bevölkerung. Ja, dann das andere mit dem korporatistisch-faschistischen Wirtschaftssystem. Man hat im Lissabon-Vertrag, das ist ein Vertrag, das die Verträge der EU, der die Verträge der EU ändern wollte, also den EU-G-Vertrag, der heißt heute AEU-Vertrag und den EU-Vertrag und lauter Erklärungen und Protokolle in den Anhängen. Da hat man natürlich einige krasse Sachen in die Anhänge gepackt, weil man gedacht hat, Politiker wären faul und lesen die Anhänge nicht. Und da steht dann im Protokoll 26 die Pflicht der Mitgliedstaaten zur Vergabe der nichtwirtschaftlichen Dienste von allgemeinem Interesse an Privat. Für die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse an Privat steht es in Artikel 14 AEU-Vertrag, des ehemaligen EG-Vertrags, wurde auch mit Lissabon eingebaut. Was heißt das? Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im EU-Deutsch ist die Daseinsvorsorge. Die ganzen nichthoheitlichen Dinge, die der Staat aus sozialen Dingen macht und bezuschusst, wie zum Beispiel Wasser, Bus und Bahn, Stromversorgung, alles, was der Staat selber mit eigenen Betrieben macht, um es günstiger für ärmere Leute anbieten zu können. Das alles in privater Hand, dann wird es für die Ärmeren teurer. Dann den öffentlichen Dienst in privat zu vergeben, die nichtwirtschaftlichen Dienste von allgemeinem Interesse, das ist in der EU-Logik das, was mehr aus Steuermitteln bezahlt wird. Da gibt es sensible Dinge im öffentlichen Dienst. Ich nehme ein paar Beispiele. Wir haben bei Blackwater gesehen, Probleme mit der Disziplin von Blackwater-Söldnern im Irak gegenüber Zivilisten. Also da ich möchte nicht von Söldnern, dass Söldner hier unser Deutschland schützen. Die kann man da auch vielleicht leichter dafür einsetzen, wenn man Söldnerfirmen nimmt, weil die Leute nicht so viel gelernt haben über das Grundgesetz, für militärische Missionen das Grundgesetz nicht zulässt. Aber zum Beispiel, nehmen wir mal ein Wahlamt, wenn das in privater Hand ist, da könnte sich mit privaten Wirtschaftsinteressen die Stimmauszählung vermischen oder auch bei Volksabstimmung. Dann kommt hinterher vielleicht was anderes raus, wer gewonnen hat. Oder nehmen wir ein Finanzamt. Die sind für die Gemeinnützigkeit zuständig, von Parteien und auch von NGOs. Wenn das in private Hand kommt und da ist eine Partei oder NGO mal vielleicht unliebsam, einem bestimmten Konzern, und dieser Konzern hat das billigste Angebot gegeben, betreibt ein Finanzamt zu Dumpingpreisen, das käme nicht besonders gut. Oder Sozialamt oder Arge. Wenn das sich mit politischen, wenn sich das mischt, mit politischen Interessen oder mit wirtschaftlichen Profitinteressen, wenn da eine Ungleichbehandlung ist, kann man sich auch vorstellen, was dabei sein kann. Sind denn da auch Gerichte von betroffen? Ja, auch Gerichte, alles. Eigentlich alles, was kein Verfassungsorgan ist, alles, was nicht nied- und nagelfest dadurch ist, dass es im Grundgesetz drinsteht, wer das zu wählen hat. Das wäre alles davon betroffen. Ich erinnere mich, also damals im Bundesverfassungsgericht, also da hattest du unseren heutigen Bundespräsidenten danach gefragt. Ja, Frank-Walter Steinmeier. Das war eine ganz wichtige Aussage.
damals, als das Lissabon-Urteil gesprochen wurde, habe ich ihn angesprochen auf die Privatisierung des öffentlichen Dienstes, was ja der Lissabon-Vertrag will. Und er wusste nichts davon. Er sagte, ich dachte, Sie meinen die Daseinsvorsorge. Da habe ich gesagt, nein, die Privatisierung des öffentlichen Dienstes war Artikel 2 von Protokoll 26. Und er wusste nichts davon. Blitzlichtgewitter, aber kein Massenmedium hat berichtet. Also es ist deswegen interessant, man hat in dem EU-Verfassungsentwurf, wo man aus der EU schon mal versuchte, einen Staat zu machen, wo aber Gott sei Dank die Franzosen und die Niederländer Nein gesagt haben, und deswegen, weil alle Staaten ja zustimmen müssen für Änderungen der Verträge der EU, das nicht zustande gekommen ist, da stand auch schon die Privatisierung der Daseinsvorsorge drin. Auch schon, dass man die EU-Verfassung über alles stellen wollte. Da auch transparent, nicht auf zwei Artikel und eine Erklärung im Anhang verteilt. Aber die Privatisierung des öffentlichen Dienstes hat man 2017 erst dieses Protokoll beschlossen. Man hat es sogar von den Regierungschefs dann noch vorher abstimmen lassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei damals 26 EU-Mitgliedstaaten, dass eine Mehrheit ihrer Exzellenzen der Regierungschefs gewusst hat, dass sie dazu gestimmt haben, dass ihre eigenen Ministerien demnächst von privat betrieben werden sollen. Ich glaube, dass die meisten genauso verarscht worden sind wie damals unser Bundespräsident und mehr auf der Opfer- als auf der Täterseite gestanden haben. Aber es ist ein korporatistisch-faschistisches Wirtschaftsmodell. Man muss ja bedenken, damals war es mit wahrscheinlich der schlimmste Konzern weltweit mit der IG Farben, die Deutschland so viel Schrecken angerichtet haben. Und die hatten nur Leute in Schlüsselpositionen. Hier würde grundsätzlich alle Behörden, alle Gerichte von privat betrieben. Da hätten wir in kleinerem Maßstab ganz viele solche Dinge, dass sie sich dann vermischen mit Dingen, die unsere Menschenrechte und unser Grundgesetz nicht erlauben. Es gibt dazu ja auch einen bekannten Richter, der ja auch eine Arbeit dazu geschrieben hat. Kannst du da was zu sagen? Ein Richter einer Arbeit, kannst du mal kurz anstoßen, Denkanstoß geben? Damals war er im zweiten Senat. Das mit dem ESM, da möchte ich später drauf zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt erstmal hier Vorschriften melden. Nein, nicht ESM, zu hoheitlichen Tätigkeiten. Ach, du meinst den obersten Richter Deutschlands heute. Ja, der Professor Dr. Voskuhle, der war ja nicht, war jetzt nicht als Verfassungsrichter geboren worden, sondern der hatte sich vorher schon viele Jahre engagiert und auch geforscht dazu, wie kann man eben viele hoheitliche Aufgaben an Privatfirmen vergeben, ohne dass der Staat völlig die Kontrolle verliert. Er hat diese neue Staatsform, die auch der Lissabon-Vertrag uns allen auferlegen wollte, Gewährleistungsstaat genannt. Das heißt, der Staat so gut wie nichts mehr selber macht. Drei-Säulen-Modell, größte Säule, hoheitliche Macht, aber von privat betrieben, schmale Säule, hoheitliche Macht, macht der Staat noch selber. Und eine weitere Säule, was heute der Staat macht, was dann eben ganz aus dem hoheitlichen Bereich raus sollte. Und dieses Modell hat er vorgestellt bei einem ganz normalen Berufsverband von Juraprofessoren mit Schwerpunkt Staatsrecht, die Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer. Und er hat im Oktober 2002 eine Rede gehalten, die hieß Leistungsgrenzen des Verfassungsrechts. Oder vielleicht mal auf gut Deutsch, so Mist mit dem Grundgesetz kann man nicht alles machen. Und in These 12, er hat das als Leitsätze formuliert, seine Thesen, als ob er dann ein Urteil gesprochen hätte. In These 12 steht drin, ich gebe es jetzt wörtlich so gut wieder, wie ich es kann, dass die Verfassung schon vom Ansatz her nicht eingerichtet sei auf ein Mixtum zwischen Staat und Gesellschaft. Was meint er damit im Klartext? Dass das Grundgesetz es schon vom Ansatz her verbietet, hoheitliche Macht mit Privatwirtschaft zu mischen. Und er hat aber trotzdem sich weiter dafür eingesetzt, weiter die Idee verbreitet. Dann ist er Chef vom Zweiten Senat geworden, der Vorsitzende des Zweiten Senats. Und wir haben damals eine Verfassungsklage gemacht, 24.09.2008, zum Nachgoogeln 2 BVR 1958-08, das Aktenzeichen. Und da haben wir einmal gesagt, ihr könnt doch nicht das EU-Recht über alles stellen, ihr könnt doch nicht unseren öffentlichen Dienst hier alles komplett an privat vergeben, unter Funktionsvorbehalt, das ist unser Grundrecht, uns auch sicherstellen soll, dass wir nicht private hoheitliche Macht über uns haben. Und dann die Gummivorschriften zur Kriegsführung in aller Welt, wo wir doch hier dieses Friedensgebot haben. Und dieses Friedensgebot ja irgendwie verbunden ist mit der Menschenwürde, weil dieses Bekenntnis des deutschen Volkes in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz fängt an mit darum. Verfassungsklagemäßig muss man ja alles mit Grundrechten verbinden.
Sonst kann man ja an Dinge nicht geltend machen. Man muss ja zeigen, dass es mit Grundrechten verbunden ist. Haben wir gesagt, das berührt doch unsere Würde, wenn man hier so den Frieden aushebelbar macht. Was hat das Bundesverfassungsgericht gemacht? Der hat noch einen Befangenheitsantrag wegen der Privatisierung des Hoheitlichen gegen Professor Voskuhle. Das Verfassungsgericht hat Folgendes gemacht. Es hat von unserer Klage fast alle wichtigen Punkte entschieden, aber bei den gültigen Klagen andere Leute. Dr. Gauweiler und die Linken hatten auch gültige Verfassungsklagen. Die haben auch geltend gemacht, wie sie in ihren Grundrechten betroffen sind und auch geltend gemacht, welche rechtsfortbildenden Fragen da sind, also welche rechtlichen Fragen stellen sich denn da, die bestimmt noch nie entschieden worden sind. Und dann haben die Inhalte unserer Klage bei den anderen Leuten beim Lissabon-Urteil mitentschieden und haben sich darum gedrückt, vor dem, was wir geltend gemacht haben, mit vor allem der Befangenheitsantrag gegen Professor Voskuhle, und sie haben sich auch gedrückt, vor Militäreinsätzen im Innern das zu entscheiden, was die CDU-Recht seitdem auch enthält. Allerdings könnte das auch ein Versehen gewesen sein. Aber denn sie haben einige wichtige Dinge gemacht. Möchte noch kurz sagen, die Rangfolge der Rechtsordnung, das ist total wichtig. Wir haben ein Verhältnis zwischen verschiedenen Völkerrecht und zwischen dem Grundgesetz den Grundsatz der Rechtsverdrängung. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, hier steht was im Grundgesetz, dafür widerspricht dem EU-Recht dem etwas, deswegen müssen wir das EU-Recht nicht anwenden, auch nicht umgekehrt. Sondern es ist immer wichtig, wenn zwei Vorschriften einander widersprechen, dass man das Höhere befolgen muss und das Niedrigere so weit verletzen muss, wie es unvermeidbar ist, um das Höhere zu befolgen. Deswegen ist es wichtig, wenn man Gummivorschriften hat für Kriegseinsätze in aller Welt und man hat strenges Angriffskriegsverbot, was von beiden ist höher? Das ist wichtig für den Frieden. Und wenn man Vorschriften hat, die für öffentlichen Dienst nicht an Privatfirmen, dass man den nicht an Privatfirmen vergeben darf, und Vorschriften, dass man genau das fast lückenlos tun muss, ist es auch wichtig für die Macht. Wer hat den öffentlichen Dienst in der Hand? Ist es noch die Regierung, die ihren Willen durchsetzt oder private Konzerninteressen? Dafür ist es dann auch entscheidend, was ist höher. Ja. Fange ich mal mit dem Einfachsten an, das EU-Recht seit dem Lissabon-Vertrag auch mit Rechtsgrundlage sagt, das EU-Recht steht im gesamten Gebiet der EU-Mitgliedstaaten über allem anderen. Punkt, aus, Ende. Das ist aber nur die Sichtweise der EU. Die UNO sieht das anders. Die UNO sagt, sie respektiert ja die Souveränität der Staaten. Das heißt, ihre UNO-Charta steht unterhalb der nationalen Verfassung und auch damit unterhalb unseres Grundgesetzes. Die UNO-Charta verlangt gleichzeitig, dass sie der höchste internationale Vertrag ist. Macht ja auch Sinn. Denn da ist ja ein wichtiges Angriffskriegsverbot. Die meisten nationalen Verfassungen haben kein Angriffskriegsverbot. Damit wir Weltfrieden haben, ist das unentbehrlich, dass die UNO-Charta so einen hohen Rang hat. Dann sagt die UNO aber noch was. Die UNO kennt auch eine weitere Kategorie, zwingendes Völkerrecht. Und dazu gehören auch die Menschenrechte der UNO, gehört auch das Völkerstrafrecht, unter anderem auch Genfer und Haager Konventionen. Das Genfer Konvention ist, dass man im Krieg die Leute, die nicht kämpfen, möglichst vollen Menschenrechtsschutz gibt. Und Haager Konvention, dass man auch den Soldaten zumindest einen eingeschränkten Menschenrechtsschutz gibt. Das alles ist zwingendes Völkerrecht, aber unterhalb der UNO-Charta. Warum? Damit mit all diesen Dingen nicht den Weltfrieden, nicht die Vorschriften für den Weltfrieden umgehen kann. Und für die Menschenrechte der UNO verlangt die UNO eben auch, dass es zwingendes Völkerrecht ist. Einmal, weil es das Menschenrechtsziel, was die UNO-Charta halt auch hat, neben dem Frieden hat es auch Ziele Menschenrechte und Völkerverständigung, konkretisiert. Und in Artikel 28 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte steht, dass wir alle einen Rechtsanspruch haben darauf, auf eine internationale Ordnung, in welcher die Menschenrechte der UNO voll verwirklicht werden können. So, und jetzt kommt das Grundgesetz. Wir hatten schon seit 1964 diese Willkürrechtsprechung seit der Rechtssache Costa gegen Enel. Willkür halt, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gab. Der EG-Vertrag stünde über allem anderen Recht. Und jetzt hat das Grundgesetz in den 90er Jahren eine Reform erfahren, dass es Folgendes passiert. Wir haben Teile, die sind ganz oder teilweise unantastbar. Das ist hier praktisch das höchste Recht. Dann meint das Grundgesetz, dass die Verträge der EU, also EG-Vertrag, jetzt AEU-Vertrag und der EU-Vertrag und alles, was in deren Anhängen ist, gleichrangig ist mit allem, was im Grundgesetz nicht unantastbar ist. Und dann haben wir noch im Grundgesetz halt die Verlinkung zu Menschenrechten der UNO, womit aber nicht ausdrücklich ein Gleichrang formuliert ist, aber nur besonders abgesichert sind. Und das Lissabon-Urteil hat diese widerstreitenden Vorrangansprüche in erheblichem Maße geklärt. Es hat, aus dem Lissabon-Urteil kann man Folgendes erkennen. Es sagt, Verfassungsidentität sind die Grundrechte und die Strukturprinzipien. Strukturprinzipien ist Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Föderalismus. Wir hatten damals geltend gemacht, das Friedensgebot wäre ein fünftes Strukturprinzip. Haben Sie gesagt, nein, das kommt auf Platz 2. Ist zwar voll unantastbar, klar, steht ja im Artikel 1 Grundgesetz, aber wir haben noch ein zweites Strukturprinzip, das ist die europäische Integration, dass wir grundsätzlich in der EU Mitglied sein müssen, solange die halt bestimmte Merkmale noch erfüllt.
Früher hatten wir stattdessen den Staatsauftrag Wiedervereinigung. Der ist dann abgelöst worden, nachdem die Wiedervereinigung erfolgt war, durch diesen Staatsauftrag europäische Integration. Aber das ist halt nicht unantastbar. Dann kommt aus Sicht der EU erst die Verträge der EU, außer der Außen- und Sicherheitspolitik. Ja, warum? Weil die Vorschriften der Außen- und Sicherheitspolitik der EU ja gerade diese Gummivorschriften für Kriegseinsätze in aller Welt hat. Und wenn man zulassen würde, hier für Deutschland, dass das über der UNO-Charta steht, dann wird die UNO-Charta ja völlig umgehbar. Und das würde auch ein existenzielles Problem für die EU bringen. Und da hatten wir, ist nämlich Folgendes, es gibt auch eine Wiener Vertragsrechtskonvention. Das ist sowas, wir kennen in Deutschland für privatrechtliche Verträge das bürgerliche Gesetzbuch. Für völkerrechtliche Verträge gibt es die Wiener Vertragsrechtskonvention, allgemeine Regeln, wie man solche Verträge auslegt. Und da sind auch Vorschriften zum Schutz des zwingenden Völkerrechts. Und jetzt kommt es. Ein völkerrechtlicher Vertrag, der Vorschriften enthält, die mit zwingendem Völkerrecht unvereinbar sind, ist nichtig. Und zwar nicht nur die betreffende Vorschrift, sondern der ganze Vertrag. Wenn wir also einen völkerrechtlichen Vertrag haben, wo Dinge drinstehen, die mit der UNO-Charta, zum Beispiel mit dem Angriffskriegsverbot, unvereinbar sind, ist der nichtig. Dann ist diese völkerrechtliche Organisation futsch, wenn dieser Vertrag deren Existenz begründet. Was haben wir im EU-Vertrag? Gummivorschriften für Kriegseinsätze in aller Welt, die gemacht worden sind, um das Angriffskriegsverbot umgehen zu können. Und wir haben im EU-Vertrag und der Erklärung Nummer 17 auch den Anspruch, dass man über den Verfassungen der Mitgliedstaaten stehe, also erst recht über dem Angriffskriegsverbot der UNO-Charta. Wenn also man dem folgen wollte, dass das EU-Recht diesen Anspruch hat, dann wäre gemäß Artikel 53 Wiener Vertragsrechtskonvention der EU-Vertrag mit Nichtigkeit infiziert und die EU wäre rechtlich futsch. Etwas Ähnliches haben wir dann mit der Finanzkrise gehabt, mit einer Gummivorschrift für ganz strenge Auflagen, eine kleine Vertragsänderung, wo sich die Frage stellt, das ist so eine Strenge gemeint, dass sie mit den sozialen Menschenrechten der UNO unvereinbar ist, was auch zwingendes Völkerrecht ist, dann wäre der AEU-Vertrag futsch, das heißt die EU ziemlich handlungsunfähig. Man könnte sehr wahrscheinlich dann so die EU ziemlich schnell auflösen. Ich denke, es ist ein wichtiges Druckmittel, dass man das weiß, um Druck zu machen, dass die EU menschlicher wird. Es ist nämlich auch durch die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs längst geklärt, diese Schlussfolgerung, dass ein völkerrechtlicher Vertrag nichtig ist, ist nur die letzte, das letzte Mittel. Wenn man es irgendwie eingrenzen kann, irgendwie auslegen kann, doch menschlicher, doch konform mit zwingendem Völkerrecht, dann muss man diese Auslegung machen. Und das hat das Verfassungsgericht ja gemacht. Einmal bei dem NATO-Sekundärrecht, gut, das war jetzt nicht der Vertrag, die NATO war ja nicht direkt in ihrer Existenz bedroht, sondern nur das strategische Konzept. Und sie haben es ja auch gemacht beim Lissabon-Urteil, wo sie gesagt haben, nein, diese Außen- und Sicherheitspolitik der EU, die bleibt vom Rang normales Völkerrecht, die wird nicht supranationalisiert, haben aber nicht erklärt, warum sie das gemacht haben. Sie haben ja die Inhalte unserer Klage entschieden, wollten aber nicht die Klage der Massenöffentlichkeit zeigen, dann hätte man ja gesehen, dass bezüglich der Behördenprivatisierung der Professor Voskuhle befangen war. Das wollte man vermeiden, aber der Verantwortung für den Frieden und Nachkommen und auch die EU nicht, dass die EU nicht weiter mit Nichtigkeit bedroht ist durch solche schrecklichen Vorschriften. Wie sind denn diese Vorschriften, also wendet man die also auf der EU-Ebene mittlerweile an? Ja, und zwar inoffiziell. Als dieser schreckliche Anschlag am 13.11.2015 war in Paris, da hat man dann den EU-Bündnisfall ausgerufen. Wenn man aber so nach den Grundsätzen geht, was das Lissabon-Urteil festgestellt hat, hat der Lissabon-Vertrag noch nicht die Bündnisfallklausel noch nicht gültig gemacht, sondern bräuchte man zusätzliche Zustimmung, um die zu aktivieren in allen Mitgliedstaaten. Und das ist aber umstritten. Zumindest wenn man eine EU-Armee will, dann braucht man das. Ob man es auch braucht, um die Bündnisfallklausel gültig zu machen, ist umstritten. Das Verfassungsgericht meinte damals ja, die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten meint nein, die wäre schon gültig. Ungeachtet dessen war es kein Bündnisfall. Es waren damals 9 Angreifer, glaube ich. Und sie waren nicht militärisch bewaffnet. Das war kein militärischer Angriff. Und vor allem, es ist überhaupt nicht geklärt worden, wer hinter diesen ISIS-Verbrechern stand. Und weil das nicht geklärt worden ist, kann man nicht einfach sagen, man marschiert jetzt einfach ohne Zustimmung der syrischen Regierung in Syrien ein. Die syrische Regierung hat auch ganz klipp und klar gesagt, wer das will, muss sich mit der syrischen Regierung koordinieren, wer der syrischen Regierung helfen will, diese ISIS-Verbrecher gegen die zu kämpfen. Man kann nicht einfach andere Länder bei ihnen einmarschieren und dann treffen hinterher noch syrische Zivilisten, wenn man sich nicht miteinander abstimmt. Ja, und
Was man damals tatsächlich angewandt hat, war militärische Missionen für Werte und Interessen. Unstreitig verletzen diese ISIS-Leute, haben in Frankreich Menschenrechte verletzt, verletzen sie in Syrien. Und stattdessen, und deswegen macht man mal eben einen Einsatz ohne Zustimmung der syrischen Regierung, um die dort zu bekämpfen, ohne sich mit der dort völkerrechtlich legitimen Regierung dort abzustimmen. Das ist auch Angriffskriegshandlung, selbst wenn man keine syrischen Regierungstruppen dabei angreift. Es gibt eine Resolution der UNO-Vollversammlung vom 14.12.1974, haben wir auch in unserer Syrien-Klage drin, wo genau erläutert ist, wo die UNO-Vollversammlung sich geeinigt hat, wie ist das definiert, welche Handlungen sind nach einem Angriffskrieg. Übrigens auch, wenn man irgendwelche Freischärler dahin schickt, die ganz schwer wissen, dahin geschickt hat, auch, aber das waren ja, ist nicht die UNO. Wie sieht das denn bei der Privatisierung des Hoheitlichen aus? Schreitet die EU da auch voran? Bei der Privatisierung des Hoheitlichen, man hat es nicht so großflächig gemacht, wie man es damals machen wollte. Da hat das Lissabon-Urteil Folgendes gemacht. Es hat das staatliche Gewaltmonopol bekräftigt, und zwar das polizeiliche, das zivile und das militärische. Hat aber nicht gesagt, warum es das getan hat. Damit hat es sinngemäß gesagt, dass dieses Artikel 2 vom Protokoll 26 nicht angewandt werden darf. Also staatliche Gewaltmonopol, hoheitliche Macht nicht in privater Hand. Es wollte ja nicht zeigen, weil die Inhalte welcher Klage es damit entschieden hat. Und es wollte bestimmten Dingen Grenzen setzen, aber nicht transparent machen, dass sie das Verfassungsgerichtsgesetz umgangen haben, die normalen Annahmekriterien, und sich einfach Klagen ausgesucht haben. Aber es gibt weitere Bestrebungen, das durchzusetzen. Das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Einmal das, was man hier macht im Namen der angeblichen Euro-Rettung, den Ausverkauf der Staaten zu betreiben, und dann Freihandelsverträge, vor allem bei TTIP ist es bewiesen. Das erstmal bei TTIP, Gott sei Dank ist der Vertrag noch nicht gekommen. Die EU-Kommission hat sich das reinschreiben lassen, genehmigen lassen für ihr Verhandlungsmandat für TTIP, dass sie den USA anbietet, ihren Verpflichtungen aus Protokoll 26 nachzukommen. Was steht da drin? Die Privatisierung des öffentlichen Dienstes. Was heißt das? Dass die EU-Kommission bei den TTIP-Verhandlungen ermächtigt worden ist dafür, den USA anzubieten, dass US-Firmen hier Behörden, Gerichte, Militär, Geheimdienst, Polizei, alles hier betreiben dürfen. Als die Amerikaner das erfahren haben, haben selbst die Amerikaner einen Schreck gekriegt. Die haben zwar ganz viele hoheitliche Dinge in privater Hand gegeben, aber alle US-Konzerne. Und als sie dann das im Raum stand, dann auch noch an europäische Konzerne zu vergeben, haben selbst die Amerikaner, die dann ganz viel funktionell privatisiert haben, schon ganz viel Kontrolle in die Konzerne vergeben haben, wo ihre hoheitliche Macht im eigenen Land, haben die dann Schreck gekriegt, dass TTIP ihre Souveränität untergräbt. Sind da relativ spät mal wach geworden. Aber das Krasseste ist das, was man hier im Namen der Rettung des Euro macht. Also, eine kleine Vertragsänderung, da steht drin, dass man einen Mechanismus schaffen kann, die Staaten, die die Währung Euro haben. Und dieser Mechanismus muss aktiviert werden, wenn es unbedingt notwendig ist für die Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes. Und wenn dabei Finanzhilfen gegeben werden, dann müssen die mit strengen Auflagen verbunden werden. Da sagt man sich, was hat man sich denn da wieder wie eine komische Gummivorschrift genehmigen lassen? Und genau das ist es. Es ist eine Gummivorschrift. Und wenn man so einen völkerrechtlichen Vertrag auslegt und der Wortlaut es nicht klar ist, was es meint, dann schaut man sich ja nicht nur die eine Vorschrift an, sondern systematische Auslegung heißt, mit welchen anderen Vorschriften zusammen soll das Ding denn angewandt werden, und historische Auslegung, was haben sich denn die Leute gedacht, die diese Vorschrift entworfen haben oder beschlossen haben. Und mit der historischen Auslegung sind wir fündig geworden, nämlich ihre Exzellenzen, die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten, die haben am Gipfel, ich glaube 16. und 17. Dezember 2010, diese kleine Vertragsänderung initiiert. Klein, weil es nur zwei Sätze sind, aber inhaltlich gar nicht klein. Und da steht in den Erwägungsgründen, dass es um die Finanzstabilität geht. Ja, das ist ja mal ein Volltreffer, denn das mit Finanzstabilität ist definiert als Stabilität des Finanzsektors. Das ist der Beweis, Euro-Rettung ist nur ein Vorwand für noch mehr Bankenrettung. Und die Strenge, die sie wollen, das hat man sich vorab schon genehmigen lassen von ihren Exzellenzen, den Finanz- und Wirtschaftsministern. 9. Mai 2010, zum Nachgoogeln, Aktenzeichen SN, Leerzeichen 2564-1-10. Und der entscheidende Punkt ist, man will es streng haben wie in der Praxis des Internationalen Währungsfonds. Da haben wir natürlich mal nachgelesen, was schreiben verschiedene Leute, schlaue Leute, wie streng der ist. Und der Internationale Währungsfonds,
der ist zum Beispiel so streng, dass er laut Professor John Ziegler, damaliger UNO-Sonderberichterstatter fürs Menschenrecht auf Nahrung, hat einen Bericht im Jahr 2001 geschrieben, zusammen mit der Weltbank, Hauptgrund Nummer zwei ist für den Hunger in der Welt. Nur das ungerechte Welthandelssystem sorgt für noch mehr Hunger. Und dass er für mehr Hunger sorgt als zum Beispiel Kriege oder Genmanipulation der Landwirtschaft. Dieser Internationalen Währungsfonds, wenn man genau schauen möchte, wie viel der Verwüstung der angerichtet hat, empfehle ich vor allem das Buch Globalization of Poverty and the New World Order von dem Professor Michel Chostodowski von Global Research. Der hat zum Beispiel auch so mächtigen Länder wie Indien oder Russland oder Brasilien in den 90er Jahren mit seinen Sparauflagen das Sozialsystem ruiniert, sorgt dafür, dass viele arme Leute nicht mehr genug zu essen haben, dass Renten unter das Existenzminimum gekürzt werden, Massenentlassung im öffentlichen Dienst, hat sogar in Brasilien Verfassungsänderungen erzwungen, damit halt mehr Sozialkürzungen machen konnte in den 90er Jahren. In Indien die bäuerliche Landwirtschaft gezielt geschädigt und das Gleiche hat er auch in Peru gemacht. Auf solche Weise ist er eben Hauptgrund Nummer zwei für den Hunger in der Welt. Auch Gesundheitswesen vieler Staaten hat er ruiniert. In einigen kommunistischen Staaten, wo die rentable Staatsbetriebe hatten, wie Jugoslawien, hat der IWF Auflagen gemacht, um gezielt diese Staatsbetriebe pleite zu machen. Also Internationaler Währungsfonds ist meiner Meinung nach ist er eher Hauptgrund Nummer eins für die Armut in der Welt, denn seine Auflagen zielen auch auf Freihandel, auf Privatisierung und dass man die Leute sozial so sehr leiden lässt, ist nicht nur dafür da, mehr Geld zu bringen für die Gläubiger der Länder, sondern auch um mehr Druck zu machen, um diese Privatisierung durchzukriegen. Wobei der IWF allerdings nicht ganz so krass einen Schwerpunkt hat auf Privatisierung des Hoheitlichen. Das ist wirklich am weitesten hier bei der EU und ansonsten noch vielleicht bei einzelnen Staaten wie USA oder Großbritannien. Und welche Mechanismen knüpfen denn daran an? Daran knüpfen an, was man EU-Wirtschaftsregierung nennt, das ist, damit man Auflagen machen kann, auch ohne Geld zu geben. Das ist der verschärfte Stabilitäts- und Wachstumspakt, das heißt, wenn die Staaten zu viel Defizit oder Gesamtschuldenstand haben, entwirft die Kommission Auflagen, die Ihre Exzellenz, die Finanzminister entscheiden. Ungleichgewichtsverfahren, das heißt, damit man allen EU-Mitgliedstaaten Auflagen machen kann. Auch wenn man zu viele Exportüberschüsse hat wie wir, sollen wir ins Ungleichgewichtsverfahren, damit man uns auch solche Auflagen machen kann. Und dann gibt es die haushaltsmäßige Überwachung, das ist dafür, damit man EU-Fördermittel kürzen kann, wenn Auflagen nicht eingehalten werden. Und damit man schon bei den Haushaltsentwürfen von Bund und Ländern da mit reinmischen kann. Und die vier Mechanismen mit der Troika, wo mit der Strenge des IWF Auflagen gemacht werden, und entworfen von der EU-Kommission, die dann von den Finanzministern oder von ihnen ausgewählte Leute eben stimmen dann dazu. Und beratend IWF und Europäische Zentralbank, die sind auf diese Strenge verpflichtet, wie in der Praxis des IWF. Und das Heftigste ist, der vierte dieser Mechanismen, der jetzt noch aktuell ist, der ESM, der hat ein Staateninsolvenzverfahren. Auch das hat man ziemlich hinterhältig eingebaut. In der Entwurfsfassung von Artikel 12 ESM-Vertrag konnte man es noch erahnen. Jetzt steht in Artikel 12 nur noch drin, dass die Staaten, die einen Euro haben, ab dem 01.01.13 in ihre Staatsanleihen kollektive Aktionsklauseln einbauen müssen. Was das ist und was da drin zu stehen hat, da steht da nicht. Aber in Deutschland, weil wir Deutschen ja gründlich sind, haben wir ein Begleitgesetz zum ESM gemacht und das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes. Und da findet man den Beweis, dass diese Klauseln, die man da einbaut, dass die das Staateninsolvenzverfahren des ESM beinhalten. Und zwar, was ist ein Staateninsolvenzverfahren? Dass man den Staaten, die den Euro haben, verbietet, für den Fall, dass sie pleite gehen, selber über ihre Pleite zu entscheiden. Das ist ziemlich krass. Nach dem Zweiten Weltkrieg war man viel netter zu uns. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen deutschen Staatsbankrott. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, der wurde auch souverän entschieden, hat das deutsche Bundesverfassungsgericht gesagt, sogenannte Waldenfels-Urteil, weil die Klägerin hieß Frau Waldenfels, dass damals das in Ordnung war, dass der Schuldnerstaat selber über seinen eigenen Staatsbankrott entschieden hat, wie weit er seine Schulden reduziert. Und er hat gesagt, der Schuldnerstaat, der muss seine Schulden reduzieren in dem Maße, wie es erforderlich ist, dass er eben noch genug demokratisch entscheiden kann und auch seinen sozialen Verpflichtungen nachkommt. Man muss in die Zukunft schauen, nicht die Abrechnung über die Vergangenheit. Und die UNO-Vollversammlung hat etwas Ähnliches gemacht am 10.09.2015, 136 Ja-Stimmen,
haben auch gesagt, nur der Schuldnerstaat, der hat souverän zu entscheiden und dabei darf man nicht aktiv die Menschenrechte verletzen. Ganz im Gegensatz zum ESM, wo man sich an der Strenge des IWF orientiert. Und das ist auch auf den Ausverkauf des öffentlichen Dienstes der Mitgliedstaaten, dass sie von Konzernen völlig abhängig werden, auch ausgerichtet. Die Frau Professor Ulrike Gero sagt ja, dass diese ganzen Mechanismen also von den Staaten so gemacht worden wären und die EU hätte da gar nichts mit zu tun. Stimmt das? Das ist Quatsch. Die Frau Professor Dr. Gero will ja eine europäische Republik. Und die ganzen unmenschlichen Auflagen, die gemacht worden sind, versucht sie, Deutschland in die Schuhe zu schieben. Insgesamt die Mitgliedstaaten, vor allem Deutschland. Damit die Leute auf die Nationalstaaten so wütend sind, dass sie bereit sind, die abzuschaffen und Nationalstaaten und EU durch eine europäische Republik zu ersetzen. Die Frau Professor Dr. Gero will übrigens für ihre europäische Republik, da sagt sie, sie möchte soziale Rechte dann in einer europäischen Verfassung haben. Sie möchte auch praktisch diese Schaffung einer europäischen Verfassung als den entscheidenden Schritt zur Schaffung einer europäischen Republik und zur Abschaffung der EU, bisherigen EU und der Mitgliedstaaten. Aber wenn man sich mal anschaut, was sie noch sagt, da habe ich erhebliche Zweifel, ob sie das mit dem Sozialen ernst meint. Denn sie sagt auch, dass der renommierte IWF diese neoliberale Trickle-Down-Theorie kritisiert habe, als sei ein Witz. Der Punkt ist, Trickle-Down-Theorie, das ist, wenn neoliberale Ideologie sagt, man müsse nur der Wirtschaft ganz viel Freiraum lassen und die Reichen, die können ja nicht alles Eigentum an sich halten. Man kann ja nicht beliebig viel festhalten, es rieselt immer was zu den Armen runter und das wäre gut für die Armen. Und selbst der Internationale Währungsfonds, Hauptgrund Nummer 2 für den Hunger in der Welt, sagt inzwischen ganz offiziell, dass das ein Witz ist. Aber sie hat ihn als renommiert bezeichnet. Das ist eine Botschaft an oberflächliche Politiker. Viele Leute, die eigentlich nach Hollywood oder auf die Schauspielschule gehören, die was darstellen wollen, gehen in die Politik. Die gar nicht wissen wollen, was sie tun. Das ist ein Riesenproblem. Wir brauchen fleißige Leute in Politik, die sich in dann Themen, die ihnen wichtig sind, richtig einarbeiten. Dann geht es uns allen besser. Und wenn die dann sagt, ist jemand renommiert, und dann sagt ein Politiker, die faul sind, die sagen dann, oh, da gibt es Renommee abzustauben. Ich klapper mal das nach, was der IWF sagt, dann bin ich auch renommiert. So funktioniert das. Aber was ich damit sagen will, ich glaube ihr nicht, dass sie es mit dem Sozialen ehrlich meint. Sie benutzt es als Lockmittel und sie versucht es so darzustellen, als ob wir nur sozialer kriegen könnten, wenn wir diese Europäische Republik machen. Aber das eigentliche Ziel, was sie will, ist, sie will diese Europäische Republik für eine an Werten und Interessen orientierte Außenpolitik. Das ist das, wofür ihr Think Tank, wo sie vorher war, der European Council on Foreign Relations, schon lange eintritt. Und warum ist ihr das wichtig? Ja, weil dann das Recht, mit was das erlaubt, über allem steht. Und diese Europäische Republik, die sie angeblich auch will, sich dabei was Friedliches vorstellt, die hat noch gar nicht unbedingt solche Vorschriften, aber diese Vorschriften in diesem Sinne, militärische Mission für Werte und Interessen, stehen heute im EU-Recht. Es sieht nicht so aus, dass diese Frau Professor Dr. Gero dann eine Europäische Republik will mit friedlicheren Vorschriften. Danach sieht es wirklich nicht aus. Sie will das auch, diese Europäische Republik, als eine, wie sie sagt, Avantgarde auf dem Weg zu einer Weltbürgerunion. Und will auch, dass diese Europäische Republik extraterritorial regiert, das heißt bei anderen Ländern mit hineinregiert. Sie meint aber, das sei nicht imperial. Sie sieht das nicht als imperialistisch an. Was heißt denn bei anderen Ländern reinregieren? Gibt es das heute schon? Das hört sich für mich so an wie Ideologie der humanitären Intervention und dass man dann, wenn da vielleicht eine neue Regierung an die Macht gekommen ist, denen ein bisschen hilft, dass die an der Macht bleibt und gleichzeitig hat man dann auch da eine Besatzungsarmee stehen. Das passt doch punktgenau auf die Ideologie der humanitären Intervention. Kann das sein, also dass man einfach in anderen Ländern also neue Präsidenten einsetzt? Auch wenn die noch gar nicht abgesetzt sind? Ach so, ja. Komischerweise ist die EU da wieder mit dabei. Ja. Also es gibt da gewisse demokratische Streitigkeiten in Venezuela. In Venezuela hat man Verfassungsänderungen gemacht, verfassungsgebende Versammlungen dafür einberufen und die macht jetzt einfach weiter, obwohl die Verfassungsänderung durch ist.
Da kann man durchaus sich fragen, ob die venezolanische Regierung komplett vorbildlich ist, was Demokratie angeht, oder die verfassungsgebende Versammlung, wo da die Regierung ihre Mehrheit hat, anders als im venezolanischen Bundestag, der Nationalversammlung. Aber was überhaupt nicht geht, ist darauf so zu antworten, dass einfach der Chef der venezolanischen Nationalversammlung des Bundestages dort nach Rücksprache mit den USA sich dann zum neuen Präsidenten erklärt und dass viele EU-Mitgliedstaaten das auch anerkennen. Das ist die Ideologie der humanitären Intervention, bloß dass es noch nicht militärisch eskaliert ist. Was ich also schlimm finde, ist, dass das Bundesverfassungsgericht sich bei den ernstzunehmenden Klagen gegen Söhneinsatz der Bundeswehr diese Klagen nicht behandelt hat, sonst wäre diese Ideologie längst gebrandmarkt und auch die Vorschriften im EU-Recht, vor allem militärische Mission für Werte und Interessen, wo die EU sich ja auch militärisch einmischt beim Syrien-Konflikt, wäre das längst im Massenbewusstsein und dann könnte man heute nicht mehr den Weltfrieden in Venezuela derart gefährden. Wenn man, also ich komme nochmal auf die Frau Professor Dr. Giro zurück. Wenn also man sagt, also man bräuchte eine so eine Revolution in Frankreich, also 1842, also ja, eine französische Revolution auf halt als eine Revolution im 21. Jahrhundert, damit man eine europäische Republik bekommt. Ja. Das ist ja ziemlich gefährlich, ne? Ja, also es ist so, was die Frau Professor Dr. Giro sagt, sie präsentiert ihr Buch als eine politische Utopie. Nicht als einen Aufruf, dass das jetzt alle sofort tun müssen. Aber klar ist das gefährlich. Die französische Revolution, sie leitet sich einmal, um den Begriff Revolution in ihrem Sinne positiv zu besetzen, aus. Und sie sagt, dieses Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ihre Vorstellung, die sie angeblich hat von der Europäischen Republik, ist irgendwo zwischen Liberalismus, zwischen Sozialismus und zwischen Nationalismus, da irgendwo die Mitte zu finden. Das ist so das, wie sie es präsentiert, um das sympathisch darzustellen. Kleinen Moment bitte. Ich kann auch mal noch vorstellen, wie sie sich das vorstellt, wie sie da hinkommen möchte und wie sie sich ihre Republik vorstellt. Also sie will den Übergang zu der Europäischen Republik machen mit einer EU-Verfassung und sie will im gleichen Zeitpunkt auch einen Schuldenschnitt machen für die Provinzen, die bisherigen Bundesländer der EU-Mitgliedstaaten und will die EU-Mitgliedstaaten in dem Schritt abschaffen. Interessant. Wir haben doch schon ein Staateninsolvenzverfahren auf dem Papier beim ESM. Es ist nur noch nicht anerkannt, noch nicht angewandt worden. Warum? Es ist noch nicht angewandt worden, weil dafür der ESM beschließen müsste, dass ein Staat wirklich bankrott ist. Und dann ist es anders, als nicht die Troika, die die Auflagen macht, sondern die Versammlung der privaten Gläubiger. Das haben wir noch nicht gemacht, dann wäre es auch allzu sichtbar geworden. Ja, weil wie will sie die Republik haben? Sie will also einmal die Nationalstaaten abschaffen, die Bundesländer der Nationalstaaten will sie dann als Bundesländer der Europäischen Republik haben, die EU will sie auch abschaffen, durch die Europäische Republik ersetzen. Sie will, dass das bisherige Europaparlament dann zur ersten Parlamentskammer wird und das bisher beratende Parlament der Regionen soll dann die zweite Kammer werden, den europäischen Präsidenten will sie auch haben. Die EU-Kommission will sie dann zur Regierung machen und den EuGH zu so einer Art Verfassungsgericht dieser Europäischen Republik. Sie will auch dringend mehr finanzpolitische Macht für die EU. Sie kritisiert auch die EU-Kommission als undemokratisch, aber nur als Argument dafür, dass man stattdessen die Europäische Republik bräuchte. Also sie verengt den Blickwinkel gezielt, so als hätten wir nicht die Option, auch Kompetenzen zu den Mitgliedstaaten zurückzuholen und oder die Regeln der EU menschlicher zu gestalten, als ob es das nicht gäbe, als hätten wir nur die Option, es so zu lassen, wie es ist, oder dass die Nationalstaaten wieder dazu kommen, das Nationalgefühl zu missbrauchen, wieder ganz weit nach rechts rücken, oder dass wir die Europäische Republik haben. Dass es aber menschlichere Alternativen als die von ihr genannten gibt, das versucht sie vollkommen auszublenden. Alarmierend finde ich auch Folgendes. Die Frau Professor Dr. Giro, sie sagt, dass schon Walter Hallstein ein Europa der Regionen wollte. Und das hat mich aufhorchen lassen. Walter Hallstein ist der erste Präsident der EU-Kommission gewesen. Und derzeit versucht man,
das Wort, den Begriff Europa der Regionen zu bewerben, ohne klar zu sagen, was man damit will und das Massenbewusstsein positiv besetzt sein soll. Der Begriff sagt auf den ersten Blick nur, man will mehr Macht für die Bundesländer, aber nicht, wem man die Macht wegnehmen will, ob den Mitgliedstaaten oder der EU. Und dass diese Idee Europa der Regionen, wie Frau Professor Dr. Giro das will, und nach ihrer Aussage auch schon der Walter Hallstein, ist eben die Mitgliedstaaten abschaffen und deren Macht verteilen auf die Bundesländer, die bisherigen Bundesländer der Mitgliedstaaten und ihre Europäische Republik. Walter Hallstein war nicht nur der erste Chef der EU-Kommission, er war auch ein Anwalt der IG Farben, die ich eben schon erwähnt habe, die Hauptprofiteure von der Nazi-Herrschaft. Und die IG Farben hatte allerdings nicht die gleiche Vision wie die Nazis von Europa, aber auch eine unmenschliche. Die IG Farben wollte die EU sozusagen als eine Art verdeckte Konzerndiktatur. Peter Dinger, da habe ich eine Frage zu. Gerne. Ja, also im Endeffekt, die wollen dann ganz Europa auch den Länderausgleich einführen, den finanziellen. Das ist eine sehr gute Frage. Einerseits will man ja die Sparauflagen so streng machen, wie in der Praxis des IWF, wenn da Höchstkredite gegeben werden. Und der IWF hat verschiedene Staaten zum Zerbrechen gebracht, dadurch, dass er ihnen in seinen Auflagen Bund-Länder-Finanzausgleich verboten hat. Das war vor allem Jugoslawien, als auch, aber auch in Äthiopien hat es massiv den Separatismus gefördert. Das würde dagegen sprechen. Das, was wir hier bei dem ESM haben, da geht es ja nicht darum, den Griechen zu helfen, sondern da geht es darum, den Gläubigerbanken Griechenland zu helfen, was damals, als das eingeführt worden ist, der erste Mechanismus von den vier mit der Troika, wovon der ESM eben der krasseste ist, da waren es vor allem deutsche und französische Gläubigerbanken. Und dass es um die Banken geht, sieht man auch daran, dass unter den Auflagen für Griechenland auch ist, dass ein Teil des Geldes, was sie leihen müssen, sie verwenden müssen zum Investieren in Kapitalerhöhung für Banken, um griechische Banken zu retten, dass es da um Bankenrettung geht und nicht um die Rettung von Griechen. Und man sieht es auch daran, dass die als Verpflichtung bekommen haben, ein Sperrkonto einzurichten, wo dann vierteljährlich eine gewisse Summe für den Auswärtigen Schuldendienst, damit der Auswärtige Schuldendienst vorrangig gemacht wird, vorrangig vor allem im Inland, vor allem Gehältern, vor allem Sozialen, von Medikamenten, Sozialhilfe, alles, dass dieses Sparkonto vorrangig gefüllt wird. Und als man das erste Mal gefüllt hat, hat man genommen Geld, wo man es herkriegte. Guthaben auf Konten von Schulen, selbst von Krankenhäusern. Da fehlte dann Geld für dringende Behandlung für Patienten, sind Menschen ernsthaft gesundheitlich geschädigt worden, schockartig, als man dieses Sperrkonto gemacht hat. Von daher würde ich es nicht Länderfinanzausgleich nennen. Man hat eine Hilfe für Griechenland vorgeschoben. Das Ganze, diese kleine Vertragsänderung, die ganzen Mechanismen mit der Troika, die zielen in Wirklichkeit darauf, noch mehr die Banken abzusichern, ihre Eigenschaft als Gläubiger von Staaten oder auch wenn sie verspekuliert haben, es so teuer zu machen, dass man die Staaten pleite kriegt. Auch TTIP, diese Schiedsgerichte, wo man Staaten dazu bringen will, teure Schadensersatzleistungen zu zahlen, das zielt auch auf die Pleite. Wofür braucht man die Pleite? Um mit dem ESM schneller die Privatisierung des Hoheitlichen durchzusetzen. Und die Frage ist, stellt sich natürlich mit dem Buch von der Frau Professor Dr. Giro ziemlich dringlich, ob nicht nur sie solche Gedanken hat, zu einem Staat der EU überzugehen, indem man einen Schuldenschnitt macht, ob der ESM auch als Mittel gedacht worden ist, um einen Staat EU durchzusetzen oder Europäische Republik. Dass diese Fragen stellen sich, das kann ich nicht abschließend beantworten. Aber es geht nicht um einen fairen Ausgleich für die Armen in Europa. Das wollen sie nicht damit. Ja, ich wollte noch was sagen zu der Weltbürgerunion. Interessant ist ja, die Frau Professor Dr. Giro legt sich ja unglaublich ins Zeug, auch rhetorisch ziemlich wortgewaltig, um ihre Europäische Republik durchzudrücken. Und das nur als Zwischenstufe zu einer Weltbürgerunion. Sie sagt, wir lebten im Anthropozän, also Menschenzeitalter, und deswegen bräuchten wir eine weltweite Gesamtregierung. Auf welche Ideologie das zurückgeht, wissen wir nicht, das haben wir aus dem Buch nicht erkennen können. Ich denke, da wir jetzt aktuell erleben, dass wir diese Propaganda haben für ein Europa der Regionen, müssen wir damit rechnen, dass man dann, wenn dieser Begriff positiv überall besetzt ist, dass man dann das auch versuchen wird, Schritte zu machen, dann zum Staat EU hinzukommen. Ich denke, da müssen wir wachsam sein. Und dieser Think Tank ist nicht irgendeiner, wenn man sich, also wo sie vorher war, der European Council on Foreign Relations, wenn man sich anschaut, wie viele mächtige Politiker aus EU-Mitgliedstaaten, auch ehemalige Regierungschefs da sind,
dann kann man sich vorstellen, dass die auch eine Menge Einfluss haben und dass auch europaweite Kampagnen, ohne dass die CFA draufsteht, in dem Sinne auch initiiert werden können. Moment. Kleiner Moment. Welche Politik sie für die Europäische Republik will? Interessant ist, sie hat kein Interesse an Volksabstimmung. Unsere Kundgebung ist ja eine Kundgebung hier gegen Euronationalismus, also gegen Missbrauch des Nationalgefühls eben auf der europäischen Ebene. Wir wollen nicht, dass das Gefühl für Europa missbraucht wird, so wie wir es in der Vergangenheit den Missbrauch des Nationalgefühls in Deutschland erlebt haben, nie wieder wollen, dass unser Nationalgefühl in Deutschland jemals wieder so missbraucht wird. Interessant, und da ist die Frau Professor Dr. Giraud, gibt sich halt so, dass sie eben das mit den Nationen überwinden will. Sie wirbt aber für einen europäischen Verfassungspatriotismus. Sie möchte auch den Flüchtlingen und den Zuwanderern großzügig europäische Pässe geben. Also sie möchte schon ein europäisches Volk, sie will es nur nicht so nennen, damit man dann auch europäische Staatsbürger hat, auch Freiwillige dafür hat und möchte die Zuwanderer oder die Flüchtlinge dafür instrumentalisieren, die vielleicht ihre eigene nationale Zugehörigkeit vielleicht gerne behalten möchten, auch wenn sie hier sind. Also sie hat das Buch 2016 geschrieben, da waren ganz viele Menschen hierher gekommen und hat das vielleicht auch als eine Gelegenheit gesehen, dann Leute dafür zu gewinnen, damit man auch ein Volk hat für so eine Republik. Für Volksabstimmung ist sie nicht. Sie verwendet in einem Satz in ihrem Buch Plebiszite und dann Zitat autoritäre Voten und Zitat Faustrecht in einer Aufzählung. Also sie versucht für Volksabstimmung gegenüber ein unangenehmes Gefühl zu machen. Das ist nicht das, was sie will. Ja, dann hat sie, auch wenn man sich die Rhetorik anschaut, sie will nationale Grenzen wegkämmen, will die Europäische Republik im Wege einer schöpferischen Zerstörung der Mitgliedstaaten schaffen. Sie bemüht die Mythologie, dass doch die Europa von dem Stier entführt worden sei und symbolisiert den Stier mit den Nationalstaaten und sozusagen müsste man die Nationalstaaten abschaffen und so als ob Europa Gewalt angetan würde durch die bloße Existenz der Nationalstaaten. Alles Mögliche, was in Europa schiefläuft, was vielleicht von Nationalstaaten, deren Vertretern ausgeht und von den EU-Institutionen, versucht sie, den Staaten zuzuschieben. Europa wurde erst durch den Stier durchs Mittelmeer nach Europa getragen. Interessant, das hat sie gar nicht beleuchtet. Also sie versucht das so darzustellen, als ob die Europa da eine wundervolle Frau ist und die von den Nationalstaaten nur eingeengt und unterdrückt wird. Und sie hat das da anders dargestellt. Gut zu wissen, danke. Und ja, wie kann man jetzt auf diese Dinge reagieren? Also einmal ist es wichtig, denke ich, zu argumentieren, dass das EU-Recht nicht unangefochten auf Platz 1 steht. Das ist nur die Sicht des EU-Rechts. Das Grundgesetz, die UNO-Charta und die Menschenrechte der UNO haben da eine ganz andere Rangansprüche, die mit dem konkurrieren. Das Zweite ist, wenn die EU ihre Vorschriften anwendet für Kriegseinsätze in aller Welt und das Angriffskriegsverbot missachtet, einmal winken mit Artikel 53 in der Vertragsrechtskonvention, wenn ihr den Vorranganspruch des Angriffskriegsverbots der UNO-Charta nicht anerkennt, ist der EU-Vertrag dann nichtig. Es macht schon Druck, das öffentlich zu diskutieren, auch mit Entscheidungsträgern. Man muss nicht direkt eine Verfassungsklage machen. Dann, wenn die Sparauflagen mal wieder unmenschlich sind, dann darauf hinweisen, hallo, das ist mit den Menschenrechten der UNO unvereinbar, ist euer EU-Vertrag jetzt nichtig. Alleine das zu diskutieren, kann schon Druck machen, dass sie friedlich und menschlich werden. Ich fände es nochmal wichtig, also wenn du nochmal auf die Ewigkeitsgarantie eingehst im Grundgesetz. Oh ja. Weil diese ist ja ein Bollwerk, also gegen jegliche Bestrebungen in die Richtung. Ja, ganz wichtig. Und das, die Ewigkeitsgarantie ist ja auch der Grund dafür, dass das Lissabon-Urteil gesagt hat, die Grundrechte und die Strukturprinzipien Demokratie, Rechtsstaat, Föderalismus, Sozialstaat, das ist das höchste Recht in Deutschland, das ist unsere Verfassung.